Zweites Kapitel. Der zweite Planet war von einem Eitlen bewohnt. Schau, 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 ein Bewunderer kommt zu Besuch, rief der Eitle von Weitem, sobald er des kleinen Prinzen ansichtig wurde. Denn für die Eitlen sind die anderen Bewunderer. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Sie haben einen spaßigen Hut auf. Der ist zum Grüßen, antwortete ihm der Eitle. Er ist zum Grüßen, wenn man mir zujauchzt. Unglücklicherweise kommt hier niemand vorbei. Ach ja, sagte der kleine Prinz, der nichts davon begriff. Schlag die Hände zusammen, befahl ihm der Eitle. Der kleine Prinz schlug seine Hände gegeneinander. Der Eitle begrüßte bescheiden, indem er seinen Hut lüftete. Das ist unterhaltender als der Besuch bei einem König, sagte der kleine Prinz. Und er begann von neuem die Hände zusammenzuschlagen. Der Eitle fuhr fort, seinen Hut grüßend zu lüften. Nach 5 Minuten wurde der kleine Prinz der Eintönigkeit dieses Spiels überdrüssig. Was muss man tun, fragte er, damit der Hut herunterfällt? Aber der Eitle hörte ihn nicht. Die Eitlen hören immer nur die Lobreden. Bewunderst du mich wirklich sehr? Fragte er den kleinen Prinzen. Was heißt bewundern? Bewundern heißt, erkennen, dass ich der schönste, der bestangezogene, der reichste und der intelligenteste Mensch des Planeten bin. Aber du bist doch allein auf deinem Planeten. Mach mir die Freude, bewundere mich trotzdem. Bewundere dich, sagte der kleine Prinz, indem er ein bisschen die Schultern hochhob. Aber wozu nimmst du das wichtig? Und der kleine Prinz machte sich davon. Die großen Leute sind entschieden sehr verwunderlich, stellte er auf seiner Reise fest. Kapitel 12. Den nächsten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser Besuch war sehr kurz, aber er tauchte den kleinen Prinzen in eine tiefe Schwermut. »Was machst du da?«, fragte er den Säufer, den er stumm vor einer Reihe leerer und einer Reihe voller Flaschen sitzend antraf. »Ich trinke«, antwortete der Säufer mit düsterer Miene. »Warum trinkst du?«, fragte ihn der kleine Prinz. »Um zu vergessen«, antwortete der Säufer. Um was zu vergessen? Erkundigte sich der kleine Prinz, der ihn schon bedauerte. Um zu vergessen, dass ich mich schäme, gestand der Säufer und senkte den Kopf. Weshalb schämst du dich? Fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu helfen. Weil ich saufe, endete der Säufer und verschloss sich endgültig in sein Schweigen. Und der kleine Prinz verschwand bestürzt. Die großen Leute sind entschieden sehr, sehr wunderlich, sagte er sich auf seiner Reise. Kapitel 13. Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass er bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. Guten Tag, sagte dieser zu ihm. Ihre Zigarette ist ausgegangen. 3 und 2 ist 5, 5 und 7 ist 12, 12 und 3 ist 15. Guten Tag, 15 und 7 ist 22, 22 und 6 ist 28. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und 5 ist 31. Uff! Das macht also 501.622.731. 500 Millionen wovon? Wie? Du bist immer noch da? 501 Million von? Ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit, ich bin ein ernsthafter Mann, ich gebe mich mit Kindereien nicht ab. 2 und 5 ist 7. 501 Million wovon?
wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, die er einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann hob den Kopf. In den 54 Jahren, die ich auf diesem Planeten da wohne, bin ich nur dreimal gestört worden. Das erste Mal war es vor 22 Jahren, ein Maikäfer, der von Gott weiß, wo heruntergefallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm und ich habe in einer Addition 4 Fehler gemacht. Das zweite Mal vor 11 Jahren war es ein Anfall von Rheumatismus. Es fehlt mir an Bewegung. Ich habe nicht die Zeit, herumzubummeln. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das ist nun das dritte Mal. Ich sagte also 501 Million. Million wovon? Der Geschäftsmann begriff, dass es keine Aussicht auf Frieden gab. Millionen von diesen kleinen Dingern, die man manchmal am Himmel sieht. Fliegen. Aber nein, kleine Dinger, die glänzen. Bienen? Aber nein, kleine goldene Dinger, von denen die Nichtstuer träumerisch werden. Ich bin ein ernsthafter Mann, ich habe keine Zeit für Träumereien. Ach, die Sterne. Na, dann sind es wohl die Sterne. Und was machst du mit 500 Millionen Sternen? 501.622.731.000. Ich bin ein ernsthafter Mann, ich nehme es genau. Und was machst du mit diesen Sternen? Was ich damit mache? Ja? Nichts. Ich besitze sie. Du besitzt die Sterne? Ja. Aber ich habe schon einen König gesehen, der... Die Könige besitzen nicht, sie regieren darüber. Das ist etwas ganz anderes. Und was hast du davon, die Sterne zu besitzen? Das macht mich reich. Und was hast du vom Reichsein? Weitere Sterne kaufen, wenn jemand welche findet. Der da, sagte sich der kleine Prinz, denkt ein bisschen wie mein Säufer. Indessen stellte er noch weitere Fragen. Wie kann man die Sterne besitzen? Wem gehören sie? Erwiderte mürrisch der Geschäftsmann. Ich weiß nicht. Niemandem. Dann gehören sie mir. Ich habe als Erster daran gedacht. Und das genügt? Gewiss. Wenn du einen Diamanten findest, der niemandem gehört, dann ist er dein. Wenn du eine Insel findest, die niemandem gehört, so ist sie dein. Und wenn du als Erster einen Einfall hast und du lässt ihn patentieren, so ist er dein. Und ich besitze die Sterne, da niemand vor mir daran gedacht hat, sie zu besitzen. Das ist wahr, sagte der kleine Prinz. Und was machst du damit? Ich verwalte sie, ich zähle sie und ich zähle sie wieder, sagte der Geschäftsmann. Das ist nicht leicht, aber ich bin ein ernsthafter Mann. Der kleine Prinz war noch nicht zufrieden. Wenn ich einen Seidenschal habe, kann ich ihn um meinen Hals wickeln und mitnehmen. Wenn ich eine Blume habe, dann kann ich meine Blume pflücken und mitnehmen. Aber du kannst die Sterne nicht pflücken. Nein, aber ich kann sie in die Bank legen. Was soll denn das heißen? Das heißt, dass ich die Zahl meiner Sterne auf ein kleines Blatt schreibe und dann sperre ich dieses Blatt Papier in eine Schublade. Und das ist alles? Das genügt. Also das ist amüsant, dachte der kleine Prinz. Es ist fast dichterisch, aber es ist nicht ganz ernst zu nehmen. Der kleine Prinz dachte über die ernsthaften Dinge völlig anders als die großen Leute. Ich, sagte er noch, ich besitze eine Blume, die ich jeden Tag begieße. Ich besitze 3 Vulkane, die ich jede Woche kehre, denn ich kehre auch den Erloschenen. Man kann nie wissen. Es ist gut für meine Vulkane und gut für meine Blume, dass ich sie besitze, aber du bist für die Sterne zu nichts nütze. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort und der kleine Prinz verschwand. Die großen Leute sind entschieden ganz ungewöhnlich, sagte er sich auf seiner Reise.